So, hello everyone. Welcome to my English course. This is the first lesson. Today we take a look at grammar we already had. It's the present perfect tense and the difference present perfect tense and past simple tense. Hallo alle miteinander. Das ist mein erster Englischkurs hier. Es geht heute in dieser Woche noch um Grammatikwiederholung. Und zwar von Sachen, die wir schon gelernt haben, der Present Perfect Tense und der Past Simple Tense. Wir starten, we start with a few sentence examples. Then we have two exercises. And at last there's the homework, which you have to do until Friday. Also, wir beginnen mit ein paar Übungssätzen, ein paar Übungsbeispielen. Dann gibt es zwei Beispiele, bei denen du auch mitmachen kannst. Pausiere ruhig die Videos und mach das genau. Und am Schluss gibt es noch eine Hausübung, die bis Freitag zu erledigen ist. Ein kleiner Tipp, wenn du die Übungsbeispiele auch selber probieren möchtest, kannst du sie dir gern bei der Beschreibung hier beim Video selber anschauen. Das heißt, du klickst einfach auf den Link drauf und kommst dann direkt zu den Übungsbeispielen, wo du die dann so oft wie du möchtest wiederholen kannst, bis es sitzt. Let me give you some example sentences. The sentence I met my friends last month beschreibt eine Handlung, die schon abgeschlossen ist, die vorbei ist. Du hast deine Freunde letztes Monat getroffen. Jetzt im Moment bist du wo ganz woanders. Ja. Oder wenn du sagen möchtest, dass wir gestern miteinander telefoniert haben. We talked on the phone yesterday. Auch diese Handlung ist vorbei. Gestern hast du mit deinem Freund gesprochen. Heute machst du das gerade im Moment nicht. Ja? Also diese beiden Sätze sind in der Past Simple Tense. Past Simple Tense. Okay, ein anderes Beispiel, wenn wir jetzt über die Present Perfect Tense sprechen wollen. Du bist zu Hause seit 5 Wochen. Du möchtest sagen, seit 5 Wochen arbeitest du zu Hause. I have worked at home for 5 weeks now. Diese Handlung ist noch nicht vorbei. Ja? Du bist mittendrin und wirst die nächsten Wochen auch noch von zu Hause arbeiten. Die ist nicht abgeschlossen. Aber sie beschreibt auch eine Handlung in der Vergangenheit. Weil in den letzten 5 Wochen hast du zu Hause gearbeitet. Have worked. Ich sehe das Zeitwort in der Present Perfect Tense. Anderes Beispiel. Du telefonierst mit deinen Freunden seit 1 Uhr. Dann kannst du sagen, I have talked to my friend on the phone since 1 o'clock. Das beschreibt auch eine Handlung, die noch nicht vorbei ist. Du sprichst mit deinem Freund immer noch, ja, hast aber in der Vergangenheit damit begonnen, also um 1 Uhr. Have talked ist hier die Present Perfect Tense. Also diesen beiden Sätze
stehen in der Present Perfect Tense. Zum Vergleich hier, das Zeitwort met und talked in der Past Simple Tense ist die zweite Form. Present Perfect Tense bildest du mit have oder has und der dritten Form des Verbes. Signalwörter für die Past Simple Tense sind last, last month, last week, etwas, das vorbei ist, yesterday ebenso. Signalwörter für die Present Perfect Tense, wie du hier sehen kannst, for und since, was beides seit bedeutet, aber auch zum Beispiel already, just, yet, ever und never. So, now let's take a look at some signal words for the present perfect tense and the past simple tense. Lass uns einen Blick werfen auf ein paar Signalwörter der present perfect tense und der past simple tense. Signalwörter sind Wörter, die in Sätzen vorkommen, mit deren Hilfe du darauf schließen kannst, in welcher Zeit dieser Satz steckt. Ja? Also wenn du dieses Wort siehst, dann weißt du, aha, dieser Satz steckt in entweder der Present Perfect Tense oder der Past Simple Tense. So. Okay. On the left-hand side, you can see a box for the present perfect tense. And on the right-hand side of the screen, you can see a place for the past simple tense. You have to take these words in the middle and match them to one of the sides. Also, es poppen mir immer wieder Wörter auf. Du musst sie zuordnen. Gehören sie zur present perfect tense oder zur Past Simple Tense? Erinnere dich dran, Past Simple Tense beschreibt eine Zeit, eine Handlung, die in der Vergangenheit begonnen hat und die aber auch schon beendet ist. Zum Beispiel, du hast deinen Freund angerufen gestern um 6 Uhr. Hast aber dann wieder aufgelegt gestern. Und die Present Perfect Tense beschreibt Zeiten, also Handlungen, die in der Vergangenheit begonnen haben und bis aber bis jetzt andauern oder bis jetzt eine Auswirkung haben. Ja? Never heißt niemals. Ein Beispielsatz wäre, I've never been to Rome. Ich war noch niemals in meinem ganzen Leben nicht in New York, in Rom. Present perfect. Last Christmas. Last Christmas I gave you my heart. If you know this sentence, if this song, you know the answer, it's past simple. Ja? Also letzte Weihnachten, das ist schon Vergangenheit, abgeschlossen. Weihnachten dauert nicht bis heute an. Das heißt past simple. Ever. Jemals. Verwendet man oft in Fragen. Have you ever been to Italy? Bist du schon jemals in Italien gewesen? Present Perfect Tense. Already? Schon. Already in Rome. Schon in Rom. In meinem ganzen Leben war ich schon mal in Rom. Also eine Handlung, die bis jetzt in meinem Leben eine Auswirkung hat. Ich war bis heute schon mal in Rom. Ja? 5 minutes ago. Vor 5 Minuten. Ist jetzt vor 5 Minuten passiert und ist schon abgeschlossen. Das heißt, past simple. Last year. Ungefähr das gleiche wie last Christmas. Wenn du das Wort last siehst, was letztes heißt, letztes Jahr, dann weißt du, es ist schon abgeschlossen. Past Simple Tense. Yesterday
Man könnte ja statt yesterday sagen, the last day. Past simple. Not yet. Noch nicht. Bis heute war ich noch nicht in Rom. I haven't been to Rome yet. Good job. Thank you very much. So, let's start it again. And now it's your turn. Where would you put never? Niemals. Yesterday. Abgeschlossene Handlung. Past simple. Last Christmas. Abgeschlossene Handlung. Weihnachten ist vorbei. Past simple tense. Ever. Jemals. Ever is like never. Present perfect tense. Already. Schon. I've already been to Rome in my life. Ich war schon mal in Rom in meinem Leben. Present perfect tense. 5 minutes ago, my phone rang. He phoned me 5 minutes ago. Es ist schon abgeschlossen, er hat mich vor 5 Minuten angerufen. Past simple tense. Last year we went to Italy. Letztes Jahr gingen wir nach Italien. Abgeschlossene Handlung. Not yet. We haven't been to Rome yet. Wir waren noch nicht in Rom. Bis heute noch nicht. Okay, so now you know the signal words. Already, yet, never, ever, just, last, ago, yesterday. And now we will see if you can use them in sentences. So can you find out in which tense the sentence is? There are 7 sentences here, and each of the sentences has signal words in it. 7 Sätze, jeder dieser Sätze hat Signalwörter drinnen. Die Signalwörter sagen dir, in welcher Zeit dieser Satz stecken muss. Drück mal hier kurz Pause und lies dir mal die Sätze durch und überleg schon mal, welche Wörter sind die Signalwörter und in welcher Zeit steckt dieser Satz? Okay. So, if you tried to find the signal words, you did the good thing. Now we do it together. So the signal word in the first sentence is yesterday. Gestern. Es beschreibt eine abgeschlossene Handlung. Und yesterday is a signal word for the past simple tense. Das Zeitwort hier ist drive. Past simple tense von drive ist drove. Drive, drove, driven. Zweite Form. Schauen wir, ob das stimmt. Richtig, korrekt. Gestern fuhr mich meine Mutter in die Schule. Es ist schon vorbei, ich bin schon in der Schule gewesen, ich bin schon wieder daheim. Abgeschlossene Handlung muss past simple tense sein. Nächster Satz. Was ist hier das Signalwort in diesem Satz? Korrekt, already ist das Signalwort. Already ist das Signalwort für welche Zeit?
für die Present Perfect. Present Perfect bildest du mit have oder has plus der dritten Form des Zeitwortes. Have oder has? Welches von beiden nimmst du? Es muss has sein. Has finished. Weil my brother, du könntest statt my brother auch he sagen. He has finished his homework already. Und bei he, she, it muss das s mitgehen. Has finished. Mein Bruder hat die Hausübung schon gemacht. Already has John. Sentence number 3. We to visit my brother Sam in the US last Christmas. The United States last Christmas. That to be awesome. Was ist das Signalwort hier drin? Es ist das Wort last. Und last ist ein Signalwort für die Past Simple Tense. Weihnachten ist, letztes Weihnachten ist schon vorbei, eine abgeschlossene Handlung. Das heißt, du brauchst die zweite Form von visit, visited. That, weil es eben eine abgeschlossene Handlung war, die beschreibt, dass das toll war, muss hier die zweite Form von be kommen, was. Be, was, were, been. Wir besuchten meinen Bruder Sam in den USA letztes Weihnachten. Das war toll. Sentence number 4. Signalwort hier drin. Ist es yet? Und yet ist ein Signalwort für die Present Perfect Tense, korrekt. Achtung, hier ist ein not dabei. Das not gehört zwischen das have oder has und die dritte Form. Have not washed. Du hast das Auto noch nicht gewaschen. Sentence number 5. Your homework yet. Auch hier wieder das yet. Signalwort für die Present Perfect Tense. Achtung, dieser Satz ist ein Fragesatz. Schauen wir mal, was wir für Möglichkeiten haben. Have you done? Wenn dieser Satz kein Fragesatz wäre, würde er lauten, you have done your homework. Aber da es ein Fragesatz ist, vertauschen wir das have und das you, das Subjekt und das Hilfszeitwort. Und das Hilfszeitwort wandert an die Stelle vor dem Subjekt. Have you done your homework yet? Auch hier wieder beim nächsten Satz muss das Hilfszeitwort nach vorne wandern. Es ist ein Fragesatz. Das Hilfszeitwort bei der Present Perfect Tense ist have oder has. Haben wir hier auch die Present Perfect Tense? Nein, wir haben das Signalwort yesterday und yesterday ist ein Signalwort für die Past Simple Tense. The Past Simple Tense gibt es ein Hilfszeitwort, nämlich das did. Why did you not do your homework yesterday? Vergiss nicht, da das did schon in der zweiten Form steht, brauchen wir vom do nicht mehr die zweite Form bilden. Die zweite Form kommt nur einmal vor. Okay, letzter Satz. How you finish your homework already? Already? Ein Signalwort für die Present Perfect Tense. Wir haben aber wieder einen Fragesatz. Das heißt, das have oder has von der Present Perfect Tense wandert vor das Subjekt. Subjekt ist you. Also steht hier, have you finished your homework already? Okay.
Wenn es dir zu schnell war, schau es dir bitte nochmal an. Ich weiß, die letzten drei Beispiele sind Beispiele, die wir noch nicht oft geübt haben, Fragesätze mit Present Perfect. Schau dir das ruhig zwei, dreimal an, damit du ein Gefühl dafür bekommst. Ja? Bei Fragesätzen wandert das Hilfszeitwort have oder has an die Stelle vor das Subjekt. Bei Fragesätzen in der Past Simple Tense verwendet man ein did als Hilfszeitwort. Das auch vor das Subjekt. Okay. Nice job. Okay, ab jetzt erhaltet ihr die Hausübungen auf diesem Weg. Die heutige Hausübung ist zu machen bis kommenden Freitag. Und zwar, sie schaut folgendermaßen aus. Du brauchst dein Hausübungsheft, ein Handy, um das dann zu fotografieren und im EduSchool hochzuladen. Ja? Und zwar, ich diktiere dir jetzt 5 Sätze. Du schreibst diese 5 Sätze in dein Hausübungsheft, machst ein Foto davon, stellst sie hoch. Was du mit diesen 5 Sätzen machen sollst, bevor du sie fotografierst, ist folgendes. Du nimmst dir einen Farbstift her, unterstreichst das Signalwort und schreibst rechts neben dem Satz dazu, um welche Zeit es sich handelt. Steckt dieser Satz in der Present Perfect Tense oder in der Past Simple Tense? Also, ich wiederhole kurz. Du hörst dir die Sätze an. Ich diktiere sie dir, du schreibst sie ins Hausbuchheft, unterstreichst das Signalwort und schreibst rechts daneben hin entweder Present Perfect Tense oder Past Simple Tense. Dann machst du ein Foto davon und ladest es bei den Aufgaben im EduSchool hoch. Okay, so zu den Sätzen. Nimm deinen Stift. Du kannst auch jederzeit pausieren, vergiss das nicht. Und du kannst es dir so oft anhören, wie du möchtest. Die Sätze sollten dir relativ bekannt vorkommen nach der heutigen Stunde. Sentence number one. Last week, my brother wrote a letter to me. Ich wiederhole. Last week, my brother wrote a letter to me. Sentence number two. I have finished my homework already. Ich wiederhole. I have finished my homework already. Sentence number three. Mom visited me in Italy last summer. Mom visited me in Italy last summer. Sentence number four. He hasn't washed his hands yet. He hasn't washed his hands yet. And sentence number five. Have you done your homework yet? Have you done your homework yet? So now underline all the signal words and write next to the sentence either present perfect tense or past simple tense. Hausübung bis Freitag. Hochladen. Okay, ich hoffe, du hast ein bisschen was gelernt aus der heutigen Stunde. Die nächste Stunde dreht sich dann um die Conditional One, If-Sätze. Auch eine Wiederholung wieder. Und ab nächster Woche beginnen wir dann neuen Stoff.
Alles Gute und schönes Wochenende.